Ist C-Punkt wirklich eine Krise? Ja, hallo meine lieben Zuseher, dieser Frage werden wir in diesem Beitrag einfach mal nachgehen. Doch du weißt, wie immer nach dem Intro. Ja, ist C-Punkt wirklich eine Krise? Das ist hier die Frage, denn was hier mit C-Punkt passiert, ist höchst suspekt und auf jeden Fall sehr fragwürdig. C-Punkt dauert ja nun doch schon ein Jahr lang und das ist gerade nicht das, was dem Wesen einer Krise entspricht. Diese Krise ist quasi chronisch geworden und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn Ziel einer Krise ist nicht, das Grundproblem zu lösen, welches zur Krise geführt hat, sondern die Gefahr, die durch die Krise entsteht und entstehen könnte, so schnell als möglich abzuwenden, um Schlimmstes zu verhindern. Diesbezüglich einfach mal ein kleines Beispiel. Richtige Krisenintervention wäre nun, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, jemand in einen Stromkreis gerät und ohne Hilfe selbst nicht mehr rauskommen kann aus diesem Stromkreis und somit Leib und Leben dieses Menschen auf dem Spiel stehen würde. Die Krisenintervention wäre nun, es bemerkt jemand diesen Vorfall. Dieser jemand schaltet so schnell als möglich den Stromkreis ab, reagiert also ziemlich rasch oder versucht eben anderweitig den Betroffenen aus dem Stromkreis wieder herauszubekommen, ohne sich dabei natürlich nicht selbst zu gefährden. Der nächste Schritt wäre nun, dass dem Verunfallten sofortige medizinische Hilfe gegeben wird und dessen baldigste Genesung und Therapie eingeleitet werden. Somit also Krisenintervention vorbei, der Patient, das Opfer hat überlebt, alles ist so weit als möglich gut. Jetzt kann man daran gehen, die Ursachen dieses Stromunfalls zu erforschen und diese zu beseitigen, wenn eben nötig. Ist dieses geschehen, kann und wird im Normalfalle der Stromkreislauf wieder eingeschaltet, denn wir Menschen brauchen ja Strom. Das wäre so der ganz normale Gang der Dinge, das wäre an und für sich ein normaler Ablauf von Krisenintervention. Es ist so lange eine Krise, bis eben den Verunfallten geholfen wird oder dieser, wenn auch tragischerweise, am Unfallort versterben muss, weil eben keine Hilfe mehr gekommen ist. In beiden Fällen ist die ursprüngliche Krise beendet und niemand würde darauf kommen, jetzt diesen Stromkreis nie mehr einzuschalten. Was jedoch in der C-Krise passiert ist, dass der Strom eben ausgeschaltet wurde, dem Verunfallten nicht wirklich geholfen wurde und dieser irgendwie seinem Schicksal selbst überlassen wurde. Vielleicht erholt er sich ja von selbst oder eben auch nicht. Es wird halt so herumgedoktert, mehr schlecht als recht, und von einer entschlossenen Krisenintervention, um die Krise baldigst zu beenden, ist man weit entfernt. Der Verunfallte bleibt sich selbst überlassen und der Strom wird auch nicht mehr so richtig eingeschaltet. Das heißt, nun breitet sich die ursprüngliche Krise aus, wird dann anfänglich zur Krise der Menschen, weil diese ja nur noch sporadisch Strom haben, bis die ganze Angelegenheit chronisch geworden ist. Aus Vorsorge heißt es nun, kann der Strom nicht mehr wirklich eingeschalten werden, da ja jederzeit wieder so ein Stromunfall passieren könnte und sich jemand ja in Gefahr begeben könnte. Das wollen die verantwortlichen Strommänner lieber nicht riskieren und deshalb riskieren sie lieber das Leben der Menschen, also den sogenannten Kollateralschäden und wenn diese noch so hoch sind, weil die verantwortlichen Strombetreiber nur für Stromunfälle verantwortlich zeichnen und nicht für sogenannte Kollateralschäden. So bleibt diese anfängliche Krise ein Dauerzustand. Der Strom wird nur noch sehr sporadisch eingeschaltet, denn es könnte ja was passieren. Das Spannende an der Sache ist, der Stromkreislauf, in dem anfänglich ein Mensch geraten und verunfallt ist, so tragisch das ist, wurde längst überprüft und wieder für absolut sicher genehmigt. Nur die Angst der Strombetreiber, dass einfach wieder was geschehen könnte, ist einfach zu groß und mittlerweile fürchten sich ja auch ganz viele Menschen vor einem solchen Stromunfall, sodass sie es zwar murrend, jedoch
lieber in Kauf nehmen, nur noch selten Strom zu haben. Ja, fast unbemerkt steigen die Kollateralschäden, doch auch an diese gewöhnt man sich, weil sich für diese Kollateralschäden ja niemand so wirklich verantwortlich fühlt. Und die Moral von der Geschichte: Vertraue keinem Strommann, der die Verantwortung fürchtet, denn der führt dich auf lange Zeit hinters Licht. Ja, meine lieben Zuseher an diesem Beitrag, nun komme ich noch zum Fazit. Die Strombetreiber, die Strommänner haben keine Ahnung von Krisenintervention, gewollt oder ungewollt. Denn durch ihr unentschlossenes, wankelmütiges und unkooperatives Verhalten halten diese die sogenannte Krise durch die permanenten Stromabschaltungen am Laufen. Die Angst, Verantwortung zu übernehmen, ist einfach so groß, dass kein Ende, kein Licht am Ende des sogenannten Tunnels in Sicht ist, und das ist der größte Kollateralschadenverursacher. Kein Ende dieses chronischen, selbstverursachten Zustandes, denn das ist es schlussendlich, selbst verursacht. Übersetzt auf die C-Punkt-Situation bedeutet das, wenn wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein sollte, dann eben nur dann, wenn die Krise als für sofortig, baldigst, im augenblicklichsten Zustand als für beendet erklärt würde. Die Menschen dann gemeinsam mit den Regierenden in dieser C-Situation umgehen lernten und sich auf diese Situation einfach einstellen würde, das wäre ganz normale Entwicklung. Schritt für Schritt und mit absoluter Transparenz von oben nach unten und von unten nach oben. Und vor allem mit viel menschlicher Liebe. Ja, das ist meine Meinung, das ist meine Expertise in dieser Angelegenheit. Mein Name ist Geo Sixt, diplomierter psychologischer Berater, Lebens- und Sozialberater sowie Supervisor und eben auch Experte in Sachen Krisenintervention. In dem Sinne, bleibt mir wohlgesonnen, schaut auf euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.